Hier auch Dirk to throw first for the bullseye. Dirk kommt, meine ich, aus Hannover. Sag nochmal ganz kurz, Hameln, Bundesland, Niedersachsen? Niedersachsen, ja, Niedersachsen. Okay. Und Benny Kraus bekommt hier aus der Region. Gegen den habe ich auch schon öfter mal bei dem ein oder anderen Turnier hier gespielt. Mir wurde immer wieder gesagt, Benjamin Krausbe, achtet auf diesen Namen. Bist du auch einer von denen? Game on. Definitiv, ja. Der Mann kann auf jeden Fall gut spielen. Spielt auch Bundesliga in Steinfurt, meine ich. Also, ja. Mit Daniel Skoda zusammen. Richtig, mit einem sehr erfahrenen Spieler auch. Ja. Markus Meyer spielt da auch, glaube ich, noch. Niklas Wirling auch. 125. Also die haben da auf jeden Fall eine vernünftige Truppe zusammen. Dirk Langhoff. Erfahrener Typ. Cooler Typ. Sieht man auch sofort. Sehr clean Wurf, finde ich. 55. Lange Spitzen. Auch das sieht man hier wieder. Das ist einer der Trends. Vorhin mit Jack Langston besprochen. Wir wissen gar nicht so genau, wer das eigentlich eingeführt hat. Wer war der Erste mit den langen Spitzen? 82. Das kann ich dir überhaupt nicht sagen, aber ich spiele ja selber auch relativ lange Spitzen und ich habe irgendwann mal ein Video gesehen, da hat Ted Evans erklärt, wieso er lange Spitzen spielt, dass er dann halt einfach versucht, den Dart so weit 85. wie möglich vom Board wegzukriegen, damit das Triple quasi größer aussieht oder offener. Und ja, dann habe ich das ausprobiert und das lief soweit auch ganz gut. Und genau das Gegenteil sehen wir jetzt 45. quasi bei Benny Krauspe, der legt die Darts ja eher so wie Phil Taylor-mäßig, sage ich mal, obendrauf. Eine ganz individuelle Sportart, wo jeder seinen eigenen Weg findet, um da ganz gut zu spielen. 59. Wie hat es bei dir angefangen mit Darts? Das ist eine ganz lustige Geschichte eigentlich. Liebe ich ja. Lustige Geschichten liebe ich. Also mein allererstes Dartspiel, was ich jemals gesehen habe, war 58. bei der WM 2018 müsste das gewesen sein. Kevin the Dragon Münch gegen Jackpot Adrian Lewis. Hervorragend. Und nach dem Spiel war ich sowas von angesteckt, habe mir dann auch natürlich sofort eine Scheibe geholt, weil ich 42. gar nicht so richtig verstanden habe, wie der Münch das Spiel da überhaupt gewinnen konnte. Und ja, dann bin ich dabei geblieben, bin quasi immer besser geworden und ja, jetzt messe ich mich hier auf den Turnieren mit den ganzen anderen großen Leuten. 140. Das ist gar nicht so unerfolgreich. Übergang für Langhoff in den Finish-Bereich soll es schon gehen. Das sieht gut aus. Das sieht hervorragend aus. 180. Ja, starke Darts. So, Benny wird auf der 19 anfangen, denke ich. Nein, auf der 11 für Doppel 20. Guter Versuch. Doppel 10. 31. Da war er, glaube ich, selbst ein bisschen überrascht von dieser Aufnahme. Wir haben bei Langhoff müssten jetzt 80 Rest sein. Rest, genau. Das heißt, es gibt einen Dart auf der Doppel 20 für Dirk Langhoff zum Break. Game Shot. Und der Blick in die Kamera. Er hat seine Erfahrung ausgespielt. Das war die Erfahrung, genau. In dem Moment da zu sein und dem Gegner den Anwurf abzunehmen, nachdem er zwei Check-Darts rausnimmt, ist gut. Einfach gut. Sehr sauber gespielt. Wo geht's für dich hin in den nächsten Jahren, Fan? Was sind deine Ziele im Darts? Also jetzt natürlich kurzfristig möchte ich unbedingt die Jugend-WM spielen. Wenn ich das wirklich jetzt im ersten Anlauf, sage ich mal, wenn ich das schaffen würde, das wäre ein Riesenerfolg für mich. Und ja, ansonsten... 100. Ich habe jetzt... Oder ich formuliere es nicht so aggressiv, dass ich wirklich sage, ich möchte wirklich Profi werden. Weil ich denke mal, da gibt es in Deutschland noch einige andere Namen, die man da vor mir definitiv nennen sollte. Aber ich denke, ich werde das ganz langsam so ein bisschen steigern mit den PDC-Turnieren. Und ja, dann gucken wir einfach mal, wo die Reise hinführt. Ganz ungezwungen. Wie sieht's mit der Unterstützung aus? Also du machst gerade eine Ausbildung. 82. Das ist natürlich dann nicht immer leicht, viel zu fehlen, aber... Gibt es auch familiär, sponsorentechnisch gute Unterstützung? Sponsorentechnisch nicht, aber generell meine Eltern und so, die sind da voll dabei, haben auch heute das erste Spiel im Livestream natürlich verfolgt und haben von zu Hause die Daumen gedrückt. Also ja, die Unterstützung von zu Hause habe ich da voll. Dann hallo Mama Prokop und hallo Papa Prokop. 121. Ja, genau. Grüße nach zu Hause. Grüße nach zu Hause. Wir schauen wieder auf diese Partie, denn wir sind in der entscheidenden Phase dieses Legs. Dirk Langhoff. Oh. Der rutscht die ein bisschen weg, aber die nehmen wir gerne mit. Hey, 150. Gute Aufnahme. Viele Punkte mitgenommen, Benjamin Krauspe. Ja. Hast du gesehen, wie er geschmunzelt hat, weil er gemerkt hat, okay. Naja, solche Darts machen Spaß auf jeden Fall. Nimmt man gerne mit. Auch wie Dirk das abgenickt hat. Ja. Ganz lustig. Ganz dann. Eiskalt. Ja. 45. Guter Moment. Kein guter Übergang von Benny. Ein Dart wird's geben. Ein erster Dart zum Verlieben von Dirk Langhoff. Doppel 16. Game Wenn man Shot. Sich das hier anschaut, fragt man sich, wie hat er heute eigentlich drei Spiele verloren? Ja, 2-0-Führung, High Finish, super Spiel von Dirk Langhoff bis hierhin.
90er Average. Das ist wirklich stark. 90er Average, 15 58. Data gerade als Shortleg, 400 Plus Aufnahmen, 180, wie vorhin super getimed in den Anwurf von Crosby hinein. Und ich glaube, er hat einfach wirklich einen fantastischen ersten Dart. Die kann er auch gut verfolgen. 140. Und Benny hat jetzt schon den Druck, sein eigenes Leg durchbringen zu müssen. Sonst ist das Spiel schon zu Ende. Er muss dieses Spiel ja nicht gewinnen. Es ist eigentlich egal. Also ist er schon sicher Erster? Das glaube ich nicht. Okay. In der Gruppe 44 ist es so, dass er... Ja, da muss man aber auch wirklich viel scrollen. Aber das machen wir jetzt einfach, während mein patenter Co-Kommentator natürlich immer einen Blick hat, ob hier irgendetwas Besonderes passiert. Na sicher. Aber Dirk Langhoff ist auf einem sehr guten Weg. Benjamin Krausbe, 3 Siege, 1 Niederlage. Dahinter Erik Palm und André Wesemeyer auch mit 3 Siegen und 1 Niederlage. Also es kann für Krausbe auch noch schnell auf Platz 3, Platz 4 gehen. Was mir gerade auffällt bei Dirk Langhoff, das ist wieder mal ein super erster Dart. Starker Dart, 140, stellt sich 81 Rest. Schönes Zweidart-Finish. Und das Schöne ist bei Dirk Langhoff, der hat die ersten 3 Spiele allesamt im Decider verloren. 2-3, 2-3, 2-3. Ja, das ist natürlich ärgerlich. Und dann das 3-0 gegen Christos Kentzidis. Und jetzt könnte der hier das nächste Spiel gewinnen. Wieder 3-0, also 6 Legs in Folge holen. Und damit vielleicht 41. Das doch noch drehen. Denn es ist eines der letzten Spiele in dieser Gruppe. Es gibt noch das Duell Wesemeyer gegen Kentzidis. Kentzidis ist quasi 100. Raus. Und auch Erik Palm gegen Hannes Mielke. Auch Mielke ist quasi raus. Also das heißt, das könnten die beiden sein, die Letzter werden. Für Krausbe geht es hier um den Gruppensieg. Und für Langhoff könnte das jetzt der Matchstart zu einem guten Weiterkommen sein. Game Shot, on a match. Super Spiel von Dirk Langhoff. Schreit sich auch, glaube ich, gerade ein bisschen die Anspannung raus. 2. Sieg in Folge, 6 Legs in Folge gewonnen. Der kommt. Wirklich sehr stark gespielt, sehr konsequent im Finishing. Score war auch super, vor allem der erste Dart. Und dann braucht er da die einfach nur noch hinterherjagen. Die Entscheidung in Gruppe 44 fällt und Dirk Langhoff hat super Karten. Eine kleine Pause machen wir mal wieder. Das heißt für mich, Dankeschön, Finn Prokop. Ja, immer gerne. Dass du mit dabei gewesen bist und ich glaube, deine Eltern werden dich heute noch das ein oder andere Mal im Livestream sehen. Na sicher, ich hoffe es doch. Dann kannst du dir jetzt schon mal einen Gruß überlegen. Wir machen eine kurze Pause. Bis gleich.